Nordosten. Ich glaube, da lag sogar noch was rum. Von unserem einen Versuch. Das hätte ich dann auch noch ganz gerne. Und dann diese kleine Basis da oben. Oh, was zur Hölle? Das war eine andere Basis. Und da waren große Würmer drin. Wie fahre ich mal platt? Das waren die großen Würmer. Und das war die ganze Basis. Okay, es war ein großer Wurm und zwei mittlere. Trotzdem, war die neu oder hatte ich nur vorher übersehen gehabt? Da muss ich auch höllisch aufpassen. Also wenn ich es jetzt schaffe, langsam ein Repair Packs? Ah. Langsam ein Korridor um mich rum freizuschaufeln an Gegnern, dass dann da nichts Neues sich ansiedelt. Da unten zum Beispiel. Ja, das gucke ich mir auch gleich mal an. Nicht, dass es später so weit kommt, dass die... Oh, oh. Schild hat gehalten. Nicht, dass es später so weit kommt, dass sie schneller nachsiedeln können, als ich sie plattfahren kann. Das wäre, ja, unpraktisch. So, da. Also erstmal da unten gucken. Das kleine Fitzelding da. Und dann oben. Oh. Das war nur ein Spätruf. Gott, 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 Gott. Oder die haben da einfach nur ein Picknick gemacht und haben ein bisschen Smog geschnüffelt. Schön nah an der feindlichen Basis. Warum nicht? Haben gehofft, dass sie ein Big Balter werden. So, hier... Genau da sind die Überreste der Basis. Gott. Mauer wird beschädigt. Ja, die Basis da oben. Ich will sie mir nur mal kurz angucken. Oh, mit Würmern zwischen und allem. Ja, den Traum von der Basis da werde ich mir erstmal in die Haare schmieren müssen. Da ist noch so eine große Basis, da kann ich mich nicht dran vorbeischleichen. Auch nicht schön. Also entweder werde ich einen Schlauch quasi bauen müssen zu einem Außenposten. Oder ich muss echt wieder auf Züge setzen. Wobei ich sehe es jetzt schon kommen, dass ein ganzer Zug voll mit Metallen plötzlich zerstört wird. Das wäre nicht gut. Und, ja. So, die Basis da, die besteht eigentlich fast nur aus ganz kleinen Punkten. Also Hunde vielleicht. Weil die ist ja noch direkt im Smog-Bereich. Die müsste eigentlich priorisiert weggemacht werden. Mal kurz. Und schon wieder Repair Packs. Die gehen echt weg wie warme Semmel da. So. Gucken wir mal. Ich sehe nichts. Ah, da sind ganz schön viele Würmer. Würde ich eigentlich ungern hin. Kurz parken. Also ja, die lasse ich erstmal da unten sein, die Basis. Das ist mir zu gefährlich. Ich hoffe mal, wenn die Baumherstellung da oben fertig ist und ich die Bäume irgendwo gesetzt... Ups. Geh weg da. Das Auto ist schön, aber ich kann echt nicht damit umgehen. Du da, du... Da, so, was wollte ich sagen? Genau, ich hoffe, dass wenn die Bäume, die Setzlinge hergestellt wurden und ich den gesamten Wald irgendwo gepflanzt habe, dass dann der Smog-Bereich nicht mehr bis zu den Basen da im Süden reicht. Wobei es unwahrscheinlich ist, oder? Na gut. Nächste Hoffnung wäre dann, dass unsere Technologie schnell genug voranschreitet, um alle neuen Arten von Beißern zu zerstören. Weil diesen Berserker-Beißer, den haben wir jetzt ja auch schon seit einer ganzen Weile. Es ist nicht gerade unwahrscheinlich, dass da bald wieder was Neues kommt.
Hund? Hund, okay. Also die Basis No-Go, die Basis da wahrscheinlich auch. Yep, drei große Firmen allein schon, also auch nein. Das da kann ich machen. Eine Hundebasis. Nee, gar nicht, das war nur regulärer Spawner. Okay. Flup. Hätte also später auch mal was Größeres werden können. Die kleine... Da, die als nächstes. Und dann sollte ich mich... Ja, noch nicht auf dem Weg nach Hause machen, aber... So ein bisschen darauf vorbereiten, nicht mehr allzu lange zu machen. Würmer. Hunde weg. Alles weg. Gut. Ah, super, ich habe nur den Rand von der Basis erwischt. Ich habe nicht die ganze Basis gepult. So, das Ding da. Ist mir schon seit einer ganzen Weile ein Dorn im Auge. Nein, das da. Das heißt, das Ding zerstören wir noch. Und das da vielleicht und da nach Hause. Dann gucke ich, wie viele Produktivitätsmodule hergestellt wurden. Die kommen in die Kupfermine. Und dann würde ich echt gerne mal wieder ein bisschen tüfteln. Weil töten und so schön und gut. Aber ich würde lieber eine effektivere Basis haben. Als durchgehend Dinge tot zu splattern. Oh. Ja, wir werden eh nicht mehr viel zerstören, weil ich habe keine Repair Packs mehr. Und wir kommen zu der Basis nur hin, wenn wir durch den Wald durchgehen. Nicht ernsthaft, oder? Okay, Achtung, es wird laut. So, ich habe eine dezente Lücke geschaffen. Super nervig da reinzukommen. Ja, erstmal wieder. Da war was. Bau Repair Packs. Also ja, das Problem ist, wenn ich da nämlich reinfahre, werde ich mich auf jeden Fall mit dem Wagen verheddern. Das heißt, es wird jetzt ein Härtetest für unsere Schilde. Das heißt, der Wagen wird zerstört werden. Ich werde dastehen und mit meinem ein Munitionspaket. Ja, nee, das wird nix. Das wird so nix. Ich muss einfach sehr vorsichtig fahren. Das ist ebenfalls unrealistisch. Brich das mal ab und mach mal bitte Munition. So. Ich könnte die stärkeren Granaten reinschmeißen, aber ich weiß, dass sie nicht so stark sind. Also, okay, zwei Munitionsdinger. Einfach vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Hat geklappt, gut. Genau das meine ich. Ja, und hier ist noch Forschung, danke. Roboterport MK2. Nein. Die Dinger wären jetzt wichtig. Wobei, wir können alles kompensieren durch mehr Roboter, aber die müssen noch mehr aufladen und so weiter. Die werden noch wichtiger. Baut trotzdem als Vorbereitung lieber schon mal Züge. Falls wir doch auf die Methode zurückgreifen. So, jetzt aber nach Hause, sonst wird das viel zu dunkel und wir schaffen gar nichts mehr. Möglichst keine weitere Basis pullen. Also da einen Bogen machen. Also wirklich schöne, super Ecken. Naja. Das ist im Nordosten immer noch die beste Stelle für eine Basis. Aber ich sehe mich echt nicht das kaputt machen. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. So, raus.
rein hier. Haben wir schon eine Abdeckung komplett mit Roboports? Nee, ne? Das sollte ich auch demnächst angehen. Ja doch, die Mauern hier sind drin. Die da auch, war da drunter dann nicht. Okay. 66 Alien-Artefakte, das können wir doch mal umsetzen. Bau bitte. Eine sehr große Kiste. Einfach nur, weil ich sie noch nicht gesehen habe. Haha. Eine sehr große Kiste dahin. Dann eine Fabrik hierhin. Mit einem schnellen Ärmchen. Mit einem schnellen Ärmchen, einem schnellen Ärmchen. Und du stellst bitte her. Lila Science Packs. Und du bekommst von mir. So. Kriegen jetzt zwar erstmal nur zwei Fabriken. Aber ist ein Anf. Haben wir irgendwo was platztechnisch frei? Oh ja, haben wir. Warte. Brich das mal ab. So. Ja, ungünstig. Das dahin, das dahin, das dahin. Die einzigen, die da sind, sind halbe Ärmchen. Bau bitte ein normales blaues Ärmchen. Wo bist du? Da bist du. Und das setzt du bitte dahin. Und jetzt bekommt ihr alle lila Tränke. Ja, sehr schön. Das heißt, wir können gleich auch die lila Sachen mal angehen. Weil wir haben jetzt 300 Punkte gleich im System. Das heißt, wir können die meiste Forschung einmal machen. Ich muss mich dann nur entscheiden, welche ich nehme. Ah, Roboter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 27 Produktivitätsmodule. Das ist sehr, sehr gut. Okay. Jetzt Bestandsaufnahme, danach Optimierung. Bestandsaufnahme geht mir primär um Kupfer. Kupfer sieht doof aus. Okay. Eisen? Sieht Eisen inzwischen auch doof aus, weil ich so viel zerstört habe? Nö, es hält sich. Es wird wahrscheinlich ein Abwärtstrend da sein, aber es müsste sich halten. Okay. Dann sorgen wir jetzt dafür, dass Kupfer weniger doof wird. Was macht die Sandkiste? Super. Also sie ist noch nicht voll. Das ist super. Nicht hier verheddern. So. Und mit 27 müsste ich eigentlich alle versorgen können, ne? Ja, locker. So, zack, 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 zack. Das macht jetzt tierisch viel Smog. Tierisch, tierisch. Super tierisch viel Smog macht das. So. Das sollte das eine Problem gewesen sein. Das ist nicht durchgehend voll. Das mich jetzt ein wenig irritiert, aber gut. Es ist alles produktiv mit MK2. Gut, okay. Das sollte jetzt also hinhauen. Bäume, 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 Bäume. Wir machen hier einen riesigen Wald hin. Ja, wir haben momentan 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. Die schnüffeln. Also es ist nicht mehr so viel besser als vorher. Wir haben zwar recht viele Basen zerstört, aber dafür sind die anderen halt größer geworden. Es war so groß, dass wir sie gar nicht mehr knacken können. Gib mir alle her. So. Hier aber nur ein bisschen, sonst komme ich hier nicht mehr rein. Und da. Dum, 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 dum. Da hätte ich auch gerne noch einen Zugang. Hier sind noch nicht genug Poles. Da oben, den Wald, können wir weitermachen. Wobei. Ja doch, hier müsst ihr theoretisch alles aus der Umgebung reduzieren. Weil eigentlich müsste ich hier unten rum quasi eine Mauer setzen, oder? Ja, die Mechanik, da habe ich noch nicht ganz durchschaut. Also ob die Bäume wirklich einfach alles aus der Umgebung ein bisschen reduzieren. Oder ob sie eine effektive Mauer sind. Und alles, was vor ihrer Mauer ist, reduzieren. Wenn ihr wisst, was ich meine.
werde einfach überall ein bisschen was hinmachen. Das klappt dann schon irgendwie. Kann ich ja notfalls immer noch von Robotern abreißen lassen, um noch mehr Bäume herzustellen. Und was dann noch? Also Kupfer müsste jetzt okay sein und es ist sogar produktiv. Eisen hatten wir, glaube ich, auch fast alle produktiv gemacht. Das könnten wir jetzt noch vervollständigen, dass wirklich alle produktiv sind auf MK2. Dann können wir bei den Forschungspack gucken, ob wir da noch was optimieren können. Und irgendwas wollte ich noch automatisieren. Also Skynet haben wir, Repair Packs haben wir, Mauern haben wir. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch gemeint haben könnte. Module haben wir auch. Was schon mal super schick ist. Nö, fällt mir jetzt so nichts ein. Ja, wie viele Roboter haben wir? 80 von 104 sind zur Verfügung. Wie jetzt? Die sind nicht ausgelastet. Nutzen Sie jetzt endlich mal die Schwefelkiste. Wo war die Schwefelkiste? Da war die Schwefelkiste. Ja, Sie nutzen jetzt die Schwefelkiste. Oh. Oh, es kommt keine Kohle an. Warum kommt keine Kohle an? Kohle sollte irgendwie von hier unten kommen. Kommt sie auch, aber tierisch langsam. Ja, jetzt haben wir das Kohleproblem. Leg mal von da aus wieder zurück. Du kriegst MK2. So, du bist leer. Oh, warte mal. Da sind noch Fitzel, an dass das Ding nicht rankommt. Die sollen ausgenutzt werden. Mit MK2-Modulen. So. Gib mir die und dann pausier bitte mal. Damit wir auch hier ein wenig Ressourcen einsparen. Ja, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich sollte vielleicht nicht so größenwahnsinnig sein und immer nur diese Riesenfelder anpeilen. Vielleicht einfach nur mal das da sichern. Wäre eine Möglichkeit, ja. Wäre zwar die Basis in der Nähe, aber ich baue ja nur ab. Mit Produktivitätsmodulen. Ne. Wir könnten da eine Basis hinsetzen, weil die wird durchgehend schießen. Ich denke, ich sollte mich zuerst um das Stromproblem in Anführungszeichen kümmern. Fuelblocks sind durchgehend voll, ne? Ja, sehr gut. Es fehlt Stahl und blaue Chips. Das machen wir jetzt mal. Und? Und. Also wir kümmern uns jetzt um die Energieversorgung, dass ich mir da keinen Kopf machen muss, weil das ist nicht schön. Und dann werden sie schon andere Probleme finden. Kupfer zum Beispiel ist doch noch nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Was komisch ist. Blaue Chips, her damit. Was fehlt jetzt noch? Stahl. Stahl wollte ich auch noch erweitern. So, was ist bei euch das Problem? Du bist aber nicht schnell genug. Ja, okay. Brauchen wir einfach nur Speedmodule MK2. Aber das machen wir gleich. Weg, weg. So. Also Speedmodule kurz anschließen. Stahl. Kaum was da. Ich will eigentlich keinen zweiten davon dahinsetzen. Aber das müssen wir anscheinend. Wir können die nicht schneller machen, nö. 2000er Lava ist durchgehend da. Haben wir auch genug? Hm.
wir noch einen von denen. Ja, haben wir. Wir bräuchten also nochmal einen Zugang für 2000er Lava. Wir bräuchten Eisen von oben. Wir haben hier nirgendwo Platz. Oh, doch, da. Müssen wir den Roboport verschieben. Ja, geht mal her. Weg, weg. Ich hoffe, das hält so. Tut's nicht. Da? Das könnte ein Problem werden damit. Ja, wird es. Du gehst jetzt darunter. Du machst da jetzt einen Knick. Gehst du darunter, gehst da hoch. Gehst dann daran. Dann brauchen wir das Eisen von. Warum komme ich da nicht durch? Brauch Eisen von oben. Das kommt jetzt bitte schon da raus. Wo führst du hin? Achso, du führst den Zahn. Ja, ist okay. Eisen von oben, dann geht das von da allerdings jetzt auch noch da runter. Da raus. Du stellst bitte Stahl her. Mit Lava unten. Warum kriegst du kein flüssiges Eisen? Weil das leer ist. Eisen ist leer. Ich hasse es. Gut, gut, gut. Also wir müssen uns jetzt wieder ums Eisenproblem kümmern, weil wir wieder ein Eisenproblem haben. Ich brauche MK20 Tanks. Damit sich das Problem wenigstens so in die Länge zieht. Das wäre wesentlich angenehmer. Du mit dem Ärmchen da. Wenn der Stahl gleich rauskommt, bitte komm da raus. Da hoch. Da runter. Da hoch. Da ran. Also es sollte jetzt schon mal funktionieren, sobald Eisen da ist. Jetzt bauen wir die Maschinen, die wir gerade abgebaut haben, um Kupfer zu verstärken, wieder auf. Oh, die sind auch hier leer geworden. Okay. Du habst alle schon. Da. Eins, zwei, drei. Alle mit MK2. So, schon haben wir kein Eisenproblem mehr. Jedenfalls so lange, bis der erste hier wieder ausfällt. Und ich brauche noch mehr davon. Gut, also, nächste Folge. Ich werde die Speed-Modulfabrik wieder anschließen, die Produktivitätsmodulfabrik wieder anschließen. Werde hier noch zwei Mining Drills hinhauen. So, alle schönen Produktivitätsmodulen. Dann sollte das auch soweit okay sein. Damit wir weder beim Eisen noch beim Kupfer jetzt so schnell wieder einen Engpass haben. Weil das geht mir langsam echt ein bisschen auf den Deckel. Weil das sieht immer so schön und gut aus, wenn hier sich alles staut und wenn die Tanks voll sind. Aber das hält nicht lange. Das hält echt nicht lange. Wir haben so einen riesen Verbrauch an Ressourcen. Das ist der Hammer. Ja, die arbeiten momentan gar nicht. Aber gut, nächste Folge gucken wir dann. Wenn das neue Eisen ankommt, sollte sich das einigermaßen regeln. Dann auch noch Stromversorgung. Und eventuell irgendwo gucken, was wir jetzt wirklich mit der Basis machen. Ich schiebe das immer so ein bisschen auf. Aber wir haben bald keine Zeit mehr. Wir brauchen bald Kohle. Und wir brauchen bald entweder das oder... Ja, das Kupfer wird noch halten. Also wir brauchen primär demnächst Kohle. Da führt kein Weg dran vorbei. Jetzt speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.